So, und weil es so schön war, wollen wir dann die andere Aussage mit der geometrischen Reihe auch in zwei Arten beweisen. Die geometrische Reihe ist wirklich eigentlich noch die wichtigere Reihe, also die sollte man auf jeden Fall kennen. Und ich hoffe, dass man auch in der Lage sein wird, sozusagen, falls man das Ergebnis vergisst, sich das selber wieder abzuleiten. Gut, also hier schreibe ich die Aussage hin. Die geometrische Reihe, die hängt von einer reellen Zahl ab. Also für jedes R habe ich die. Wobei in der Formel am Schluss sollte R besser nicht gleich 1 sein. Darum schließen wir das aus. Aber für den Fall ist die sowieso trivial. Ja, und weil es die Aussage, es gilt dann, wenn ich die Summen nehmen der Potenzen von R, also R hoch K, und ich fange hier bei 0 an, nicht? Also das erste Element hier ist 1, dann plus R Quadrat und so weiter, bis plus R hoch N, dann kriege ich ein Resultat, das ich halt schreiben kann als 1 minus R hoch N plus 1 durch 1 minus R. Nicht? Okay, und das behaupte ich, gilt für alle N, und hier kann ich im Prinzip auch bei N 0 starten. Darum nehmen wir n in n0. Nicht? Also auch für n gleich 0 macht es hier Sinn, weil ich hier bei 0 anfange. Ne? Und dann habe ich hier nur die 1 stehen und auf der Seite habe ich auch die 1. Aber gut, das ist quasi der Induktionsanfang, den man sehr einfach dann überprüfen kann. Gut, aber machen wir halt einen Beweis. Und wieder zwei Beweise. Der erste mit Induktion. Und diesmal fange ich halt in der Induktion mit dem ersten Wert meiner Behauptung an und das ist halt hier n gleich 0, weil ich behaupte das ja hier für alle n in n0. Also hier ist das n0 aus meiner allgemeinen Induktion gleich 0. Ich muss also die Aussage für n gleich 0 überprüfen. Also der Induktionsanfang muss ich gucken, stimmt es für n gleich 0? Oder ja, für n0 gleich 0. Na, sag mal, für n gleich 0. Schreiben wir halt hin, was ich da behaupte. Da summiere ich also von 0 bis 0 über R hoch 0. Ich summiere also nur den, also im Prinzip summiere ich hier über R hoch K, aber das K ist ja nur 0. Also ich habe hier nur den einen Term R hoch 0 und R hoch 0 ist nach Konvention, nach einzig sinnvoller Konvention, ist es halt 1. Also was ich hier habe, ist 1. Und was habe ich auf der anderen Seite, was hoffentlich übereinstimmt, da habe ich 1 minus R hoch, und dann habe ich ja hier 0 plus 1 dividiert durch 1 minus R. 0 plus 1 ist 1, also hier habe ich 1 minus R durch 1 minus R und das ist natürlich 1. Also diese Aussage stimmt. Induktionsanfang ist okay. Jetzt, das Interessantere ist der Induktionsschritt, aber das ist wie zuvor, kann man das halt einfach ausrechnen, weil das ist ja wiederum so, dass meine Summe bis n plus 1, das ist die Summe bis n und dann kommt noch ein Term dazu. Also der Schritt von n nach n plus 1 ist genauso wie vorher, recht einfach. Ich nehme also an, dass an soll gelten, also meine Aussage für n. Das heißt, ich nehme an, ich wüsste schon, dass die Summe von 0 bis n über r hoch k, das ist also 1 minus r hoch n plus 1 durch 1 minus r. Und jetzt will ich gucken, ob ich daraus dann a n plus 1 folgern kann. Behaupte, es gilt. Dann gilt auch a n plus 1. Und warum gilt es? Ja gut, das muss ich halt wiederum nachrechnen. Aber wie gesagt, es ist genauso einfach wie vorher, weil ich nehme einfach das Ergebnis von vorher und addiere noch einen Term drauf. Schreiben wir es also wieder hin. Die Summe von 0 bis n plus 1 über R hoch K. Das ist ja erstmal die Summe von 0 bis N. Summe von 0 bis N über R hoch K. Und dann kommt noch ein Term dazu, nämlich der Term, den ich habe für N plus 1. Also R hoch N plus 1. Der kommt halt noch zusätzlich dazu. Aber über diesen ersten Teil, über diese Summe bis N, da weiß ich ja schon nach meiner Induktionsvoraussetzung, was das ist. Nämlich das ist 1 minus R hoch N plus 1 durch 1 minus R. Ja, und damit habe ich also hier 1 minus r hoch n plus 1 durch 1 minus r. Und dann addiere ich den Term dazu und ich bringe den auch gleich auf den Hauptnenner, damit ich den dazu addieren kann. Dann habe ich also hier plus 1 minus r, sollte ich hier wieder wegdividieren, mal
R hoch N plus 1. Ja, und jetzt sieht man, das ist genau das, was ich behaupte, weil hier unten habe ich 1 minus R. Und was habe ich da oben stehen? Da habe ich hier die 1 stehen, die bleibt stehen. Dann habe ich hier minus R hoch N plus 1. Aber den Term habe ich hier auch mal mit plus, ne? Plus R hoch N plus 1, der hebt sich also hier weg, der taucht gar nicht mehr auf. Und der einzige Term, der noch übrig bleibt, ist dann minus R mal R hoch N plus 1. Das ist aber R hoch N plus 2. Und das ist genau das, was ich zeigen wollte, weil das ist jetzt die Aussage von der Seite, wenn ich N durch N plus 1 ersetze. Ja, dann wird das N plus 1 wird jetzt zum N plus 2. Ja, okay, das ist also der Induktionsschritt und damit ist das Ganze gezeigt. Ja, schön, das ist der Beweis, aber wie gesagt, es ist vielleicht in dem Fall hier noch unklarer, wo diese Formel hier eigentlich herkommt. Warum kommt denn genau dieses 1 minus R hoch N plus 1 durch 1 minus R raus? Insbesondere das vergisst man vielleicht eher, als es in einer anderen Formel. Und es ist halt gut, wenn man eine Möglichkeit hat, sich das zu rekonstruieren, wo das herkommt. Und das macht der andere Beweis. Also ich habe auch hier einen direkten Beweis, wo ich genauso vorgehe wie vorher. Also ich setze das, was ich haben will, dem gebe ich wieder einen Namen, damit ich besser das quasi hinschreiben und kontrollieren kann. Also die Summe von 0 bis n über die Potenzen von r, die nenne ich mal x. Und jetzt mache ich es im Prinzip genau wie vorher. Ich schreibe mir das x erstmal hin. Das ist ja 1 plus r Quadrat plus und so weiter bis plus r hoch n. Ja, und jetzt, ja gut, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich das x nochmal anders hinschreiben? Andersrum hinschreiben, das bringt in dem Fall nicht so viel. Was aber hier was bringt, ist, wenn ich das x mit r multipliziere, weil dann reproduziere ich fast das x. Nicht? Weil die Unterschiede zwischen den Termen hier ist ja immer ein Faktor r. Das heißt, ich schreibe mir jetzt mal das r mal x noch hin. Na, und da multipliziere ich ja einfach alles mit r. Und dann sieht man, die Terme von hier tauchen im Wesentlichen wieder auf. Nur die 1, die fehlt, weil wenn ich die mit r multipliziere, kriege ich das r. Also ich schreibe das lieber hier drunter. Wenn ich das r mit r multipliziere, kriege ich das r Quadrat und so weiter. Wenn ich das r hoch n minus 1 mit r multipliziere, kriege ich das r hoch n. Und wenn ich das r hoch n mit r multipliziere, kriege ich das r hoch n plus 1. Ja, also das r mal x sieht fast genauso aus wie das x, nur der Anfangs- und der Endterm, die fehlen halt, beziehungsweise die sind verschieden. Und wenn ich jetzt aber hier die Differenz nehme, dann fällt ja all diese Terme hier dazwischen, die fallen ja dann weg. Nicht? Also jetzt nehme ich halt x minus r mal x, nicht? Also diese Zeile minus die. Dann habe ich natürlich hier diese 1, die bleibt stehen. Aber dieses r wird durch das r weggehoben, dieses r Quadrat wird durch dieses r Quadrat weggehoben und so weiter. Und das Einzige, was von hier noch stehen bleibt, ist halt dieser Term mit dem Minuszeichen. Also minus r hoch n plus 1. Ja, und jetzt, das hier ist natürlich nichts anderes als x mal 1 minus r. Und jetzt dividiere ich einfach durch 1 minus r. Nicht? Und an der Stelle sollte natürlich r nicht gleich 1 sein. Nicht? Wenn r gleich 1 ist, dann ist diese Gleichung natürlich auch immer noch richtig, aber die ist nicht mehr sehr aussagekräftig, weil dann habe ich halt hier einfach 0 ist gleich 0. Ja? Aber der Fall ist eh uninteressant. Also wenn r verschieden von 1 ist, dann kann ich einfach hier durchdividieren und dann habe ich halt einfach x ist gleich diese Seite, also 1 minus r hoch n plus 1 und ich dividiere dann durch das 1 minus r durch. Ja, und damit habe ich jetzt diese Formel wirklich abgeleitet. Ne? Also für festes n habe ich mir wirklich quasi ausgerechnet, was dieser Wert ist. Und im Prinzip ist das eigentlich insbesondere, wenn man vorher nicht weiß, was rauskommt, ist das natürlich die Vorgehensweise, die man wählen sollte. Weil einen induktiven Beweis kann man eigentlich nur machen, wenn man schon die Aussage hat, die man beweisen will. Wenn man die Aussage erst finden muss, dann ist sowas natürlich viel günstiger. Gut, das war dann das über diese Reihen. Und damit wollen wir das erstmal gut sein lassen.